Hey ho, meine Schnitzer, und herzlich willkommen zurück zu einer Runde. Ich glaube, man hat das Handy gehört und Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Und ich wurde letztens mal darum gebeten, dass ich doch mal eigentlich alle Charaktere zeige. Und mir fällt gerade eben auf, ich habe alle bis auf Kabuto. Also den kann ich dann natürlich nicht zeigen. Ja, hier haben wir den Naruto Rasenschulring und Rasengan. Das macht keinen Unterschied beim Aussehen. Ja. Da sieht man ihn jetzt. Okay, so sieht Schule aus. Interessant. Ich sollte einfach mal rumzeigen. Ja, sieht. Also die sehen schon recht cool aus manchmal. Manchmal ein bisschen übertrieben, aber man kann ja nicht alles haben. Man kann ja nicht alles haben. Die letzten, da finde ich übrigens irgendwie lustig. So, bayerisch. So. Also, das macht, glaube ich, kein... Nein, das macht keinen Unterschied von den Jutsus her. Nur das Aussehen ist halt dabei anders. Und hier auch. Schule und... Bikini. Oh, das muss ich so behindert angehört haben. Hier ist Sai, macht glaube ich auch keinen Unterschied. Genau das gleiche mit denen hier. Ja, ist eigentlich jetzt alles so die ganze Reihe. Den kann man nicht mal ändern, weil er aus irgendeinem Grund direkt daneben nochmal gleich ist. Das macht auch keinen Unterschied. Schule und Badeanzug. Nagato kann man auch nur den haben. Also ich habe nur den. Madara gibt es noch lebend. Den Tobi gibt es leider nicht anders. Den maskiert man auch nicht. Yugo mag ich nicht mal wirklich. Karin, genau dasselbe wie Yugo. Suiketsu gibt es leider auch nichts. Sasuke. Susanoo. Flammenschwert. 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 Susanoo. Und Susanoo. Episch. Die kann man nicht verändern. Na, da macht es noch ein anderes Jutsu. Mit der ritzenden Klamotten. Nix. Nix. Als Anbu. Und mit Mütze. Ich finde das richtig scheiße, dass man den hier nicht hat. Aber ja, Ansichtssache. Hier haben, glaube ich, alle einfach nur noch eine Mütze beim DLC. Außer Satori natürlich und Hidan. Warum sollten die auch was haben? Ah. Das war, glaube ich, ein anderes... Nein, doch nicht. Alles gleich. Alles gleich. Bei dem ändert sich aber nicht Jutsu. Ja. Ja. Gaara hat einfach nur einen Hut auf. Hier ist nochmal ein anderer Gaara. Den gibt's in Tod. Den gibt's mit einem anderen Jutsu. Den gibt's als... Wow! Das wusste ich auch noch nicht, als Anbu. Nice! Ja, gibt's natürlich auch andere Jutsus und ein anderes Aussehen. Das finde ich recht cool. Das finde ich scheiße. Hinata. 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 Und das finde ich irgendwie ein bisschen nuttig. Wie komme ich nur da drauf? Und der hat einfach nur nichts vorm Mund. Na, eine andere Weste. Nix. Auch nix. Auch nix. Anderes Aussehen. Na, da war noch ein anderes Jutsu. Sarnen und Badeanzug. Dann so und dann so mit Hut. Jiraiya und Jiraiya Sarnen. Kakashi, Obito, Mifune, Hanzo, Pu lebend, tot. Utagata lebend, tot. An lebend, tot. Roshi lebend, tot.
Yagura Leben tot. Yukito Leben tot. Haku Leben tot. Nein, Lebenmaske tot. Kabusa Leben tot. Kabuto als. Ja, Kabuto Orochimaru Dings da. Kabuto. Orochimaru, Orochimaru Sanin. Kimimaro, Gara, Gara, Hinata, nix anderes, Lee, Neji, Sakura, Sasuke, Shidori und flammendes Feuerversteck, Naruto, ganz viele Helfer. Killabi mit Samehada, der Mitsukage, also die Mitsukage und Mitsukage mit Hut, Tsuchikage und was ein Wunder, Tsuchikage mit Hut. Darui ohne irgendwas und den Raikagen ohne Klamotten und mit Hut. Also das ohne Klamotten, er hat einfach nur keinen Mantel an. So, das ist jetzt ein Turnier wieder und ich mach mal ein anderes Turnier. Mach eben mal ein Vierer-Turnier. Geht ein bisschen schneller. Mit wem spiele ich jetzt? Mit wem spiele ich jetzt? Ich nehme mal Tobi. So, ja, Tobi. Mach die auf Blocken und noch den Hokagen aufpassen. Und das wird Zufall. Wow. Das hätte man jetzt nicht anders wählen können, oder? Also das passt super eigentlich. Passt jetzt nicht mehr so ganz, aber egal. Genau. Okay, dann muss ich jetzt wohl gegen den Hokagen kämpfen. Ach ja, ich muss ja was drücken. Ganz vergessen. Und diesmal kein Wechselturnier, also keine Herausforderung so special-mäßig, sondern einfach nur normaler Kampf. Und das könnte jetzt ein bisschen laut sein für euch. Da fällt mir ein. So, wenn es zu laut ist, dürftet ihr kurz Standbild haben. Jetzt dürfte es wieder gehen, ja. Oh. Da hat er mich direkt mit seinem Jutsu getroffen, mit seiner Ulti. Ja. Ist ein bisschen... Oh Gott. Ganz verpennt jetzt gehabt. Man kann auch ansprinten, was ich in diesem Spiel erst herausgefunden habe. Und ich habe keine Ausweichen. Oh Scheiße. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich tot bin. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Zu meiner Verteidigung, das ist meine erste Runde mit ihm. Meine erste Runde mit ihm. Los! Ja! Gut, getroffen. Ja, nice. Kenn ihn auch gar nicht, eigentlich. Nee, eigentlich noch nie gesehen. Und jetzt zum Abschluss nochmal in den Modus. Bisschen voller Feuerbälle draufbratzen, bisschen Feuer draufbratzen. Und ein bisschen Kombon. Okay, wieder Feuer. Was? Er hat's überlebt. Wie kann das sein? Oh, da habe ich ihn episch genutzt. Episch genutzt, als er durch mich durchgerannt. Ja. Erster Kampf. Ja, wir haben... Uns ist eigentlich sehr schlecht geschlagen.
Sehr schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht. Mal gucken. Ich schätze mal, wir müssen gegen Kakashi spielen. Oh nein, gegen das zweite Hokage. Warum nicht? Okay, dann spielen wir wohl gegen den zweiten Hokage. Habe ich jetzt kein Problem mit. Also ich persönlich, mir ist das relativ egal. Lol. Das war ja episch. Oh Gott. Das war episch gemacht gerade. Also es sah episch aus, fand ich. Na, scheiße. Knapp, knapp. Lalala. Ein Löffelchen voll Zucker wird die Medizin voll süß. Mal gucken, was der als Antipp hat. Oh, genau dasselbe. Oh Gott, nein. Leck mich doch am Arsch. Na, fuck. Es wird knapp. Es wird scheiße knapp. Es wird sowas von scheiße knapp. Also ich glaube, ich werde sterben. Habe ich so im Urin. Da muss der sich ernsthaft noch an mir vorbeisprinten. Nee. Finde ich nicht lustig, zweiter Hokage. Ah, meine Antwort. Meine Antwort. Und dann jetzt noch das Jutsu. Ja, gut. Team Jutsu geschafft. Was gibt's noch zu sagen? Ja, ich werde heute mal gucken nach dem neuen Mikrofon. Also das wird heute dann. Also wenn das hier raus ist, werde ich schon wissen, ob ich es habe oder nicht. Aber heute jetzt proportional von dem Tag, an dem ich das jetzt hier aufnehme, gesehen. Werde ich wissen, ob ich mein neues Mikrofon habe. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, war es das auch wieder mit dieser Runde Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Ich glaube, wenn ich den Titel ganz in die Beschreibung, also ganz in den Titel schreiben würde, ich glaube, das wird nicht so ganz passen. Ich mache das Let's Play einfach weg, dann schreibe ich einfach nur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst in eckigen Klammer Tobi, in eckigen Klammer German / Deutsch, eckige Klammer zu. Und ja. Dann natürlich noch so einen nice Titel wie alle Charaktere plus DLCs, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, mit diesem epischen Bildschirm beende ich jetzt die Aufnahme. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da, wenn... Ja, wenn keine Ahnung. Wenn ihr mehr von mir wollt, könnt ihr ein Abo dalassen und... Ja, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn ich als nächstes spielen kann, soll... Könnt ihr mir auch privat sagen, wenn ihr mich kennt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Eli.